Nach dem spektakulären Erfolg auf der Avus kam Fritz von Opel zusammen mit Sander auf die Segelfliegerschule Wasserkuppe, um dort die von Valier entrierten Raketenversuche mit Modellen und Entenflugzeug durchzuführen. Da dieselben zu keinem Erfolg führten, hat er sich entschlossen, andere Firmen mit dem Bau eines Raketenflugzeugs zu beauftragen. Das waren beispielsweise Raab Katzenstein, Espenlaub und Gebrüder Müller Griesheim, aber keine dieser drei Firmen war imstande, ihm ein flugfähiges Raketenflugzeug abzuliefern. Deswegen kam er eines Tages zu mir auf die Wasserkuppe geflogen mit dem Vorschlag, ihm mein Raketenflugzeug zu verkaufen, was ich ablehnte. Ich hatte vorher im Rahmen des Preisfliegens Rositten 1908 auf 29 mit Erfolg ein Raketenmodell konstruiert und vorgeführt, das so erfolgreich war, dass ich mich entschloss, ein bemanntes Raketenflugzeug für mich selbst zu bauen. Wegen meiner Ablehnung hat sich Fritz von Opel an Stamer, den Leiter der Segelfliegerschule Wasserkuppe, gewandt. Der war bereit, ihm ein doppelsitziges Segelflugzeug, das nach meinen Konstruktionsprinzipien gebaut war und fertig dastand, umzubauen. Dieser Umbau hätte etwa 14 Tage gedauert und ich selbst brauchte noch mehr wie 2 Monate zur Fertigstellung meines Flugzeuges. Deswegen habe ich mich entschlossen, damit Fritz von Opel mir nicht zuvor käme, doch mit ihm einen Vertrag abzuschließen. Derselbe sah vor, dass nachdem ich das Flugzeug eingeflogen hätte, er den ersten öffentlichen Flug vorführt und ich dann anschließend dieses Flugzeug in ganz Deutschland in Schauflügen vorführen sollte. Für erste geheime Flugversuche ist ein Raketenkasten für bis zu 100 Selenraketen mit je 90 Kilogramm Schubkraft bei 1,5 Sekunden Brenndauer am Heck angebracht. Der erste Start misslingt, die Raketen brennen am Boden aus. Der zweite Versuch erfolgt mit Hilfe gespannter Gummiseile. Der Start glückt. Fritz von Opel gelingt in geringer Höhe der erste Raketenflug. Auf 1400 Metern erfüllt sich ein Menschheitstraum. Das Raketenflugzeug, der Raketenkasten, wurde zur Aufnahme von 16 Raketen umgebaut, wird auf eine 18 Meter lange Katapultbahn geschoben, die in den Opelwerken gebaut wurde. Manuell werden die Katapultraketen gezündet. Die Flugraketen zünden zu spät. Der zweite Start. Wieder zünden die Flugraketen nicht rechtzeitig. Mit einem dritten Start hat Friedrich Sander nicht gerechnet. Es stehen nur noch 11 Raketen zur Verfügung. Jede mit einer Brenndauer von 24 Sekunden und 24 Kilogramm Schub. Fritz von Opel setzt alles auf eine Karte. Er will den dritten Versuch wagen. Sander und Links Hatri geben letzte Hinweise. Der Start gelingt. Der erste öffentliche Flug eines Menschen mit Raketenkraft. Etwa 100 km/h, 20 bis 30 Meter über dem Boden. Nach 80 Sekunden versagt die Zündung. Fritz von Opel muss notlanden. Zum Glück bleibt er unverletzt. Die mutige Pioniertat des Enkels förderte den Fortschritt der Technik ebenso wie das erfolgreiche Lebenswerk des Großvaters.